Herzlich willkommen zum X-Step. Mein Name ist Anna. Ja, wir machen die nächsten 45 Minuten X-Step zusammen. Ich erkläre dir erstmal ein bisschen was zum Kurs. Also, wie der Name schon sagt, wir beschäftigen uns wirklich hauptsächlich mit dem Step, machen ein bisschen Step Aerobic. Dafür haben wir den Kurs in Teile unterteilt. Wir starten erstmal mit einem Warm-up. Dann geht es über in den ersten Block. Da machen wir eine Pause, dann einen zweiten und einen dritten. Genau, zwischen den Blöcken machen wir, wie gesagt, immer Trinkpausen. Kannst natürlich auch jederzeit währenddessen einmal was trinken. Zum Schluss machen wir noch einen Cool-down, um ein bisschen runterzukommen und stretchen uns am Ende nochmal. Genau, so viel zum Ablauf. Ich würde dir dann noch einmal was zum Step erklären. Und zwar achtest du erstmal darauf, dass er rutschfest ist. Das heißt, wenn du so leicht dagegen drückst, dann rutscht dein Step nicht sofort nach vorne weg. Wenn du keinen Step hast, ist gar kein Problem. Du kannst das Ganze entweder ohne mitmachen oder vielleicht hast du auch irgendwas Vergleichbares zu Hause für einen Step. Genau, schau am besten einmal, wenn du deinen Step so umdrehst. Hier sind überall so Gumminoppen, vielleicht hast du das bei deinem Zuhause auch, dass die von Staub befreit sind. Weil wenn da Staub dran ist, dann rutscht der meistens. Genau, so viel einmal dazu. Und ja, zu dem Ablauf drumherum. Schau bitte, dass du genug Platz hast. Das heißt, wir müssen nämlich später auch über den Step gehen. Wir bewegen uns viel an den Seiten und machen natürlich auch Schritte nach hinten, ne? Also schau, dass du nichts hast in deiner Umgebung, wo du unmittelbar drüber stolpern könntest. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Dann mach dich einmal bereit. Wir legen los mit dem Warm-up. Viel Spaß. So, stell dich einmal auf, Brust raus, Schultern sind hinten. 4, 3, 2, wir marschieren. Auf rechts, rechts. Sehr gut. Einmal die Schultern kreisen. Komm hoch und tief. Hoch, tief. Komm, schön kreisende Bewegung. Sehr gut. 4, 3, Achtung, einmal breiter Marsch. Öffne die Beine. Schultern oben kreisen, auf Schulterhöhe. Komm, hoch, zieh. 4, ne? 3, 2, wechsel in den zweiten Seil. Zur Seite. Hände gehen dabei an die Hüfte. Du rollst von der Ferse zur Zehenspitze ab. Okay. 4, 3, 2, push nach vorne. Vor, vor. Sehr gut. 4 noch. 3, 2. Einmal zur Seite. Rotation mit dem Oberkörper. Push, push. Noch 4. 3, 2. Beide Arme nach vorne, komm, vor, vor. Genau, mach dir nochmal ein bisschen Platz, komm, rutsch. 4 noch. 3, 2, Step Touch, Arme im Rudern, komm hier, rudern. Immer ein Tap an der Ferse, okay? Bleib dabei. 4 noch. 3, das Ganze im Double. Arme gehen dazu und seitheben. Los geht's. 1, 2, 1, 2. Genau, schön oben mitnehmen. 4, 3, 2. Wieder Single. Lass die Arme hier. So, als nächstes kommt gleich der Leg Curl. Mach dich bereit, Arme rudern oben. 4, 3, 2, auf Schulterhöhe. Komm. Hip, hip. Sehr gut. 4, 3, 2. Das Ganze machen wir im Double. Bizeps Curl. Komm. Hoch, hoch, hoch. Komm. 1, 2. Lass dein Standbein fest. 1, 2. 1, 2. Sehr gut. Nochmal Single. Komm. Hoch, hoch. So, als nächstes wechseln wir in den Knee Lift. Zieh das Knie dann im Wechsel nach oben. 4, 3, 2. Zur Seite. Komm. Hoch, hoch. Sehr gut.
Komm, an der Seite vom Knie tief pushen. Arme immer hoch auf Schulterhöhe. Sehr gut. Achtung. Marsch am Platz. Auf rechts. Rechts. So. Okay, du hast jetzt ungefähr eine Fußlänge Abstand zu deinem Step. So, wir starten mit dem Toe-Tap nach vorne. 4, 3, 2, Toe-Tap. Tap, tap. Komm, mach hier den Fuß immer schön lang. Lang, lang. Sehr gut. Komm. Achtung, einmal mit der Ferse tap. Komm, tap, tap. Kannst dich dabei immer leicht dahinten setzen. Tap, tap. So, als nächstes gehen wir den Tap up nach oben. 4, 3, 2, Tap up. So, lass dabei einmal klatschen. So, Fußspitze tippt immer zur Ferse. Komm. Tap. Tap. Bleib dabei, locker noch. So, wir starten jetzt gleich mit dem Knee Lift. 4, 3, 2, Knee Lift Single. Komm. Hoch. Und hoch. Zieh immer Ellenbogen und Knie zusammen. Hoch. Sehr gut. Repeater 3 Stück. 1, 2, 3 und wechsel. Sehr gut. Jetzt der Kick im Single. Hoch. Und hoch. Sehr gut. So, Fußkick nach vorne. Armpush zeitgleich nach vorne. Eine Runde noch. Komm, mach mal das Bein ein bisschen höher. Höh. Höh. Noch 4, 3, 2. Auch hier Repeater. 3 Stück. 1, 2, 3. Wechsel. Super. Eine Runde noch. So, von hier aus geht es jetzt gleich in den Kickback. Wer es nicht kennt, bleibt in dem Schritt. Schaut zu und steigt damit ein. Achtung, schau her. Kick, rück, kick. Sehr gut. So, das ist die einfache Variante. Wenn du schwieriger möchtest, geh zum Step. Runter. Komm hoch, tief. So, immer ganzer Fuß auf den Step. Sehr gut. Okay, von hier aus T-Step, Side-Tap. Schau mal her. Hoch, Seite, Seite, tief. Sehr gut. So, bleib erstmal hier. Arm vorne mitnehmen. Wenn du schwieriger möchtest, spring zur Seite. Super. So, die letzte. Bleib dabei. 4 noch. Noch 3. 2 noch. Letztes Mal. Basic wieder. Und tief. So, wir machen hier gleich einen Fußwechsel. Der Fußwechsel besteht aus einem Knee-Lift zur Seite. Achtung. Und einmal. Wechsel. Hoch. Tief. Sehr gut. So, auch hier gleich. T-Step, Side-Tap. 4, 3, 2. Los geht's zur Seite. Hoch, tap, tap und tief. Wenn du magst, direkt springen. Super. Komm, zieh durch. 4, 3, 2,
4 noch. Noch 3. 2 noch. Letzter. Wieder basic. Hoch, tief. Komm, mach's immer noch auf links. So, gleich wieder der Fußwechsel. Knee lift zu dieser Seite. Achtung. Einmal. Knee lift. Oh, das war eins zu spät. Aber nicht schlimm. Wir bleiben hier. So, jetzt gleich wieder der Side Tap. 4, 3, 2. Side Tap zur Seite. Hoch. Hoch. So, gleich direkt der Knee lift Repeater. Macht's breit. 4, 3, 2, 3 Stück. Knee lift. 1, 2, 3. Wechsel. Okay, hieraus folgt der Elvis. Wenn du es nicht kennst, L-Step Elvis, bleib hier, schau zu. Hoch, tief, einmal Twist und hoch. Einmal Twist mit dem Knie und hoch. So, das Bein, was hoch geht, geht auf den Boden, dann der Twist. Komm, zieh. So, hier bauen wir gleich den T-Step mit ein. Achtung. Schau mal her, erst nochmal zur Seite. Jetzt T-Step in die Mitte. Hoch, Tap, Tap, zur Seite. L-Step, Elvis. Und hoch, wieder zur Mitte. Super. Go. Und hoch, Seite, Seite, Wechsel. Sehr gut. Achtung, Knee back. Hoch, Schritt zurück. Hoch, T-Step. Mitte. L-Step, Elvis. Wieder zur Mitte. Sehr gut. Komm, Knee back. Und zur Mitte. L-Step. Einmal Elvis. Zur Mitte. Tap up. Sehr gut. So, bleib hier. In 4, 3, 2. Basic. Zur Mitte. Hoch. Cheap. Komm, bleib hier. So, wir wechseln gleich in den Basic over. Wie der Name schon sagt, wir gehen über den Step. Schau her, wenn du magst. Direkt ohne Pause, heißt hoch und wieder rüber. Bleib hier zweimal. Nochmal. Einfach drehen. Rüber. Bleib hier zweimal. Nochmal. Sehr gut. So, letztes Mal rüber. Jetzt einmal Knee Lift Repeater. 3 Stück. Fußwechsel. Genau, bleib im Basic. Super. Gleich wieder rüber. Ohne Pause. Einfach eine Drehung über den Step. 4, 3, 2. Los geht's. Rüber. Zweimal hier. Nochmal. Sehr gut. Letztes Mal. Knee lift Repeater. 3 Stück. Basic zur Mitte. Hoch. Tief. Super. Achtung. Lecker Repeater. 1, 2, 3. Wechsel. Super, komm, zieh durch. Eine Runde noch. 4. Noch 3. So, gleich kommt wieder der Basic Over. Direkt. Bleib dabei. Achtung. Basic Over. Rüber. Jetzt lecker Repeater. 3 Stück. Basic Over. Rüber. Einmal Repeater.
Lecker, Repeater. Nochmal rüber. Und der Lecker. Super. Nochmal. So, der letzte. Toe-Tap am Step. Am Tap. Tap, ganz locker. Nimm die Arme schon mit. Ganz entspannt. 4, 3, 2. Komm mal in den Marsch. Auf rechts. Atme tief ein. Aus. Tief ein. Aus. Letztes Mal. Sehr gut. Einmal die Beine auslockern. Trink einen Schluck. Bleib in Bewegung. Ich hoffe, ihr freut euch. Achtung. Einmal der Heel-Dick mit der Ferse. Tap, tap. Setz dich leicht nach hinten. Ja. Tap, tap. Super. Okay, gleich wieder Tap ab nach oben. Achtung. Komm hoch. Ho. Super. So, gleich der... Der Flieger nach hinten. Backlift. Schau her. Hoch. Oh. Lass das Bein gestreckt. Nicht so wie ich. Gestreckt lassen. Super. Wechseln in Side Leg Lift. Das Bein geht zur Seite. Hoch. Hoch. Super. Achtung, jetzt der Kick im Single. Genau, nimm das Bein wieder schön hoch. Okay, wir kombinieren die drei Schritte. Erst Kick, dann Side Leg, dann Backlift. Das heißt, das Bein geht vor, zur Seite und zurück. Das nennt sich der Around. Also alle Schritte zusammen. Achtung, 4, 3, 2, alle drei, komm, vor, Seite, rück, vor, Seite, rück. Zieh hier durch. Komm, bleib dabei, zieh mal weiter, schaffst du auch ohne mich. Noch 4, 3, die letzten 2, Achtung, Toe-Tap, 4, 4, genau, bleib hier, komm mal ein bisschen an die Seite von deinem Step. So, wer meinen letzten X-Step mitgemacht hat, der kennt es vielleicht. Mach's so ein bisschen anders, wir starten im Cha-Cha-Cha, erstmal über den Step, rüber. Rüber, rüber. Komm, kleine Tippelschritte. Rüber. Komm, 1, 2, 3. Super. Daraus gehen wir gleich in den Turnstep. Das ist wie ein V-Step. Achtung. Schau mal her. Du gehst hoch und tief. Hoch.
und tief. Einfach mit beiden Füßen einmal drauf, dann tap. Sehr gut. Eine Runde noch. Vier. Noch drei. Zwei noch. Letztes Mal. Cha-Cha. Third Step. Hoch. Cha-Cha. Und wieder hoch. Jetzt beides nur noch einmal. Cha-Cha. Und hoch. Vier noch. Drei. Zwei. Toe. Tap. Komm, tap. Tap. Atme kurz durch. Tief ein. Und aus. Sehr gut. Bleib hier kurz. Eine Runde noch, dann starten wir mit dem Lunchback. Wir gehen dann hoch und wieder tief. Achtung, mach dich breit. Vier, drei, zwei. Kommen wir nach oben. Du gehst hoch, rück, rück und tief. Komm hoch, push hoch, hoch und geh tief. Super, bleib dabei. So, wir machen gleich noch drei Stück davon. Dann wechseln wir die Seite. So. Achtung. Die letzten. Noch drei. Zwei noch. Letzter. Kneeling for Peter. Eins, zwei und wechseln. Super. Zieh mit mir. Zwei Runden noch. Letzten. Zieh richtig durch. Komm, geh tief mit den Beinen. Sehr gut. Jetzt auch hier die letzten drei Stück. Noch drei. Zwei noch. Letzter. Kneel and repeat. Eins, zwei, toe tap. Vor, vor. Wieder kurz durchatmen. So, gleich der Six-Point Mambo. Zweimal Mambo in die Ecken. Marsch auf der Stelle dann. Achtung. Schau her. Mambo, Mambo, Marsch. Super. Schau mal her, schwieriger, tap, tap, jumping jack. Sehr gut. Vier Stück noch. Vier. Noch drei. Zwei noch. Letztes Mal, Lunchback. Komm hoch, hoch. Six-Point Mambo. Seite, Seite und hier. Oh, hoch. Jetzt wieder Mambo und Marsch. Komm, jetzt wieder hoch, rück, rück. Jetzt wieder Mambo. Genau, darauf wollte ich hinaus. Bleib hier. Lunchback. Zweimal wieder Six-Point Mambo. Und Lunchback. Zweimal. Genau. Lunchback. Bleib mal hier. Bleib im Lunchback. Achtung, Side Leg Lift Repeater. Zur Seite. Drei Stück. Wieder Lunchback. Andere Seite. Side Leg Repeater. Zur Mitte. Nochmal hier. Sehr gut.
wieder zum Mittag. Letzten. Noch vier. Drei. Zwei. Bleib im Toe-Tap. Komm vor. Vor. So, ich schiebe einmal kurz meinen Step gerade. Bleib dabei. Tap. Komm wieder hier zur Seite. Kurz durchatmen. Okay. So, jetzt kombinieren wir wieder Cha-Cha mit Turnstep. Zweimal Cha-Cha, zweimal Turnstep. Okay. Vier, drei, zwei, let's go. Turnstep. Sehr gut, jetzt nur noch einmal Cha-Cha. Oh, Turnstep. Cha-Cha. Und hoch. Sehr gut. Letzten vier. Komm, vier noch. Drei. Zwei noch. Achtung. Lunge back. Hoch. Rück. Rück. Und tief. Achtung, Side Leg Lift. Repeater, drei Stück zur Mitte. Andere Seite. Achtung, jetzt der Six Point Mambo in die Ecken. Mambo und Marsch oder Mambo und Jumping Jack. Bleib hier die letzten Schritte. Vier. Noch drei. Bleib dabei. Zwei noch. Und vier. Drei. Zwei. Marsch. Bleib hier. So, wir atmen nochmal. Tief ein. Aus. Tief ein. Aus. Zwei mehr. Letztes Mal. Und wir lösen. Locker nochmal ordentlich aus. Trink einen Schluck. Bleib in Bewegung. Circa 10 Minuten. Klingt viel, aber wie ihr wahrscheinlich schon merkt, das vergeht im Flug. Okay, mach dich bereit. 4, 3, 2, in den Marsch. Auf rechts, rechts. So, bleib erstmal hier locker reinkommen. Super. So, gleich wieder der Toe-Tap. Nach vorne zum Step. Mach dich bereit. 4, 3, 2, Toe-Tap, Tap, Tap. Sehr gut. Tap, Tap. Achtung, einmal der Heel-Dick mit der Ferse. Tap, Tap. Super. So, gleich wieder in den Tap-Up. Wir gehen zur Seite. 4, 3, 2, komm hoch. 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 Sehr gut. Achtung. Knee lift repeater. Drei Stück. Eins, zwei, drei. Wechsel. So, wir machen hier noch eine Runde mehr. Danach den nächsten Schritt. So, ich erkläre dir schon mal den nächsten Schritt. Mach gleich den Knee-Jump. Da springst du dreimal um deinen Step-Up. Also drei Schritte an der Seite. So, Achtung. Knee-Jump.
hoch. 1, 2, 3, hoch. Komm, hoch. 1, 2, 3, hoch. Du machst im Prinzip hier so einen kleinen Sprung und tippst dann halt dreimal rum. Okay? Bleib dabei. Komm, zieh durch. Vier noch. Noch drei. Zwei noch. Letztes Mal. Toe-Tip. Komm nach vorne. Tip, tip. So, gleich kommt der obere Top. Auch hier wieder, wir gehen über den Step. Diesmal seitlich. Stell dich am besten seitlich auf. Vier, drei, zwei. Komm rüber. Und tip. Und tip. So, bleib hier. Wenn du magst, kannst du auch leicht gesprungen. Drei noch. Noch zwei. Der letzte. Kneele für Peter. Drei Stück. Einmal Seite wechseln. Rüber. Und tip. Oder leicht gesprungen. Achtung, noch drei. Zwei. Letzter. Kneele für Peter. Seitenwechsel nur einmal. Rüber. Jetzt Knee Jump. Und wieder rüber. Der Knee Jump ist der Seitenwechsel. Jetzt hoch. Eins, zwei, drei, hoch. Und wieder. Sehr gut. Achtung. Toe-Tip. Komm, Tip. Tip. Ganz easy. Atme durch. Nicht mehr lang. So. Als nächstes machen wir den Mambo. Achtung. Vor, zurück. Komm, vor, rück. Vor, rück. Das Ganze in die Ecke einfach nur. Vor, rück. So, Mambo, cha-cha-cha. Schau her, los geht's. Mambo, cha-cha-cha, Mambo. Sehr gut. Drei Stück. Drei noch. Zwei noch. Letzter. Kneele für Peter. Drei Stück. Mambo nach vorne. Vor, mit links. Okay, links geht einfach hoch, zurück. Vier. Drei. Zwei. In die Ecke. Vor, rück. So, gleich wieder Mambo, cha-cha-cha. Vier. Drei. Zwei. Achtung, los geht's. Sehr gut. Drei Stück. Drei. Zwei. Letztes Mal. Kneele für Peter. Bleib im Kneele für Peter. Komm, zur Seite. So, als nächstes kommt nämlich der Box-Repeater. Cha-cha-cha. Klingt kompliziert. Deswegen machen wir erst den Box-Repeater. Schau her. Zweimal. Knee-Lift. Über Kreuz gehen. Knee-Lift. Zweimal. Einfach einmal vor. Sehr gut. Letzte. So, als nächstes dann der Box-Repeater, cha-cha-cha. Wenn du es nicht kennst, bleib hier, steig mit ein. Vier, drei, zwei, schau her. Knee-Lift, tap, tap, über Kreuz, cha-cha-cha. Knee-Lift,
jetzt Cha-Cha-Cha. Sehr gut. So, Achtung, gleich kommt direkt wieder der Mambo-Cha-Cha-Cha. Hier in die Ecke. Komm vor. Rück. Jetzt wieder der Box-Repeater. Mambo-Cha-Cha-Cha. Und Box-Repeater. Bleib dabei, Mambo. Box-Repeater, Cha-Cha-Cha. Komm, bleib dabei. Letzten. Okay, letztes Mal. Toe-Tap. Komm, tap, tap. Bleib hier, atme durch. Tief ein, aus. Tief ein, nochmal aus. Super. So, gleich kommen wir als nächstes in den V-Step. Komm, bleib hier. Let's lead. 4, 3, 2, V-Step. Komm hoch und tief. Hoch, tief. So, das hier ist der Vorschritt zu unserem nächsten Schritt. V-Step, Leg Curl. Schau her, steig mit ein. Komm hoch, lecker, lecker und tief. Hoch. Da ist ein indirekter Seitenwechsel mit drin. Weil du machst 3 Leckers, gehst runter. Dann einfach mit dem nächsten Bein wieder drauf. Konzentrier dich da wirklich. Ist keine hardcore anstrengende Übung, aber das fördert deine Konzentration. Letzten. 4, 3, 2 noch. Letztes Mal. Lecker. 7 Stück. 7, 6, 5, 4, 3, 2 und wechsel. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nochmal wechsel. Ziel für dich. Und wir wechseln. Jetzt wieder wechseln. Komm, letzten. Und wechseln. Letztes Mal. So, dann wieder Mambo Cha Cha Cha. 4, 3, 2. Los geht's. Vor. Box Repeater. Cha Cha Cha. Andere Seite. Mambo. Komm, zieh durch. Letzten Minuten. Sehr gut. Achtung, Toe-Tap. Komm vor. Hoch, vor. Over the top mit Knee Jump. Rüber. Und 1, 2, 3, wechsel. Nochmal. Letztes Mal. Vier, drei, zwei. Toe-Tap, locker. Und tap, tap. Okay, super. Atme schön durch. Ganz entspannt. Tief ein, aus. Bleib hier locker. Hier leg die Ferse. Tap, tap. Noch 4, 3, 2. In den Marsch. Komm, auf rechts. Rechts. Marschier mal breiter. Genau, öffne dich schön. Locker marschieren.
So, geh hier in den Side to Side, Arme mitschwingen. Ganz entspannt. Muss keine große Bewegung sein. Atme einfach schön bei dabei. Komm ein bisschen runter. Noch 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Marsch. Am Platz. Komm auf rechts. Rechts. Kreis immer die Schultern. Hoch, tief. Hoch, tief. Genau, schön aufrichten. Sehr gut. Mach mal größer die Bewegung. Auf Schulterhöhe. So, wir werden mal noch ein bisschen größer. Ganz hoch die Arme. Mach eine schöne kreise Bewegung. Atme entspannt. Einmal lösen, tief einatmen, aus. Tief ein, aus. Letztes Mal. Okay, dann lösen wir einmal. Locker die Beine aus. Bleibt noch so ein bisschen Bewegung. Trink noch mal was, dann kommen wir nämlich schon zum Stretching. Wieder zu deinem Platz. Wir kommen zu unserem Cooldown. Komm einmal auf deinen Step nach oben, falls du einen hast. Dann gehen die Hände einmal an die Hüfte. Dein rechter Fuß stützt dich noch vorne mit dem Fußballen auf und du kommst hier einmal tiefer. Das Bein bleibt gestreckt, du dehnst die Rückseite. Wenn du es am Boden machst, dann bring dein Bein auch hier weiter nach hinten, aber lass das Bein gestreckt. Wechsel einmal die Seite. Hier am Boden einfach das Bein weit nach hinten stellen und gestreckt lassen. So, dann lässt du einmal dein rechtes Bein oben, gehst mit dem linken tief oder in dem Fall mit dem linken zurück. So, rechtes Bein streckt einmal lang, du setzt dich nach hinten und ziehst die Zehenspitzen an. Dann legst du hier den Fuß einmal ab. Lässt das Bein schön gestreckt, genieß hier nochmal die Länge vorne im Schienbein. Einmal lösen, wir wechseln die Seite. Auch hier nochmal Zehenspitzen anziehen. Bein schön lang machen. Auch hier nochmal den Fuß ablegen. Lass das Bein weiter lang. Und einmal lösen. Wir stellen uns einmal weit auf. So, dann kommst du hier auf die rechte Seite einmal rüber. Du spürst jetzt eine Dehnung bei deinem linken Bein in der Innenseite. Bleib schön tief. Einmal die Seite wechseln. Komm mal rüber auf die andere Seite. Wieder zur Mitte kommen. So, wir ziehen einmal unser rechtes Bein hinten an. Halte hier. Einmal lösen, Seitenwechsel. Lösen. Kreis noch einmal den linken Fuß. Einmal den rechten Fuß. Genau, dann bringst du einmal die Arme vorne zusammen. Schiebst sie nach vorne raus, komplett machst dich rund. Atme hier weiter tief ein. Öffne zur Seite, mach dich groß. Arme zeigen nach hinten. So,
So, dann kommst du hier einmal nach oben mit den Armen. Kannst dich ruhig ein bisschen weiter aufstellen. Dann komm einmal auf die rechte Seite rüber. Wechsel einmal auf die andere Seite. Wieder zur Mitte kommen. Einmal die Arme runter, Beine schließen. Kopf kommt nochmal nach rechts rüber. Mit der linken Hand ziehst du aktiv nach unten. Wechsel einmal über die Mitte. Auch hier zieht nochmal die andere Hand tief. Und einmal lösen. Wir atmen nochmal zusammen. Tief ein. Aus. Tief ein. Aus. Und ein letztes Mal. Tief ein. Und wieder aus. So. Das wäre es dann auch schon für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beim Mitmachen. Hoffe, ihr hattet Spaß, habt gut geschwitzt und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.